Kratos ist gefallen. Endlich, der Ka meines Vaters findet Frieden. Weiter! Ein langer Weg liegt vor uns. Und so wurde bewiesen, dass Ptolemäus ein falscher Pharao war. Kein Gott. Nicht einmal ein Ägypter. Nur eine Marionette. Sie nannten uns Ketzer, stahlen uns die Schwarzfels-Zitadelle und jagten uns. Aber andere Leute wissen doch, dass der Pharao ein böser Mann ist, oder, Nava? Das stimmt. Aber sie haben Angst, etwas zu sagen. Und das nicht ohne Grund. Jene in hohen Ämtern werden alles tun, um ihre Macht zu behalten. Es ist gefährlich, etwas gegen den Pharao zu sagen. Und deshalb sprechen wir über Politik, wenn Setni weg ist. Ah, die Kundschafter hatten recht. Du bist Bajek, der Magi aus Siwa, Sohn des Nils und Verteidiger des Volkes. Ich bin Nava und der Widerstand hier braucht deine Stärke. Ich bin ein Beschützer. Erzähl mir mehr. Setni, mein Vetter, erzählte den Kindern Geschichten von Alexander dem Großen. Natürlich dachten sich zwei der Kinder dann, dass es in der Nähe Schätze zu finden gibt. So sind Kinder nun mal. Wohl wahr. Setni und einer unserer Krieger wollten nach den Kindern suchen. Aber die Häscher des Pharao haben sie gefangen genommen. Weißt du, wo sie sind? Ja, einer der Kundschafter hat sie gesehen. Sie werden im Hetuimazo-Lager gefangen gehalten, nördlich von hier. Bitte finde sie. Setni ist der Einzige, der weiß, wohin die Kinder gelaufen sind. Ich finde ihn. Und dann die Kinder. Ha'amun, seht ihr? Bei den Göttern! Bist du verrückt? Kommt ein Sandsturm. Dieser Ort wird schwer bewacht. Bin in Reichweite! Ich habe freie Schussbahn! Hol uns hier raus! Danke. Die Götter segnen dich. Hier entlang! Hier drüben!
Waffen bereit. Klar. Bloß nichts riskieren. Was stimmt nicht mit dir? Danke für unsere Rettung. Das ist meine Schuld. Bei Anubis, ich wollte nur, dass sie ein bisschen träumen. Hätte ich doch bloß nicht diese Geschichten erzählt. Genug, Sebni. Kinder sind Kinder. Finden wir sie einfach. Deshalb bin ich hier. Wisst ihr, wohin sie gegangen sind? Vielleicht zum alten Tempel von Alexander dem Großen. Davon habe ich ihnen zumindest erzählt. Er liegt nordwestlich von hier. Es ist schon eine Weile her. Vielleicht sind sie nach Westen zur Theos-Elpis-Spalte. Wir haben da ein Lager. Also schön. Ich sehe mich beim Tempel um. Ihr geht zum Lager. Ich komme mit. Sebni geht zum Lager zurück. Da ist es sicherer für Träumer. Die Kinder konnten immer frei herumtollen. Aber seit die Wachen des Pharao hier ankamen... Einst ein Spielplatz. Jetzt eine Totenstätte. Ja. Die Männer des Pharao sind Schlangen, die sich im Sand zu unseren Füßen zusammenrollen. Sie töten Kinder ebenso wie Erwachsene. Ach, die Wüste ist für alte Seelen, Jäger und auch für Poeten, nicht zum Dahinmetzeln Unschuldiger. Kennst du diesen Ort gut? Ich bin hier aufgewachsen. Ich liebe ihn. Aber die Männer des Pharao verderben alles, was sie anfassen. Erzähl mir von den Kindern. Eterno ist ein guter Schüler. Er wird sicher eines Tages ein Gelehrter. Stella, ich bilde sie aus. Sie beschützt immer ihren Freund. Eine starke, kleine Kriegerin. Bildet ihr alle Kinder zu Rebellen aus? Das können sie selbst entscheiden. Aber sie alle hassen die Männer des Pharao. Die Leute werden Estella die Schuld geben. Wie meinst du das? Sie ist laut und sagt ihre Meinung. Er ist ein Abenteurer. Estella eine Beschützerin. Die Leute hören ein. Oh. Sie ist laut und sagt ihre Meinung. Er ist ein Abenteurer. Estella eine Beschützerin. Die Leute hören einfach nicht zu. Sie sind loyal zueinander. Das ist es. Teilen wir uns auf. Dann sollten wir schneller ihre Spuren finden können. Kindersandalen. Zum Klettern ausgezogen? Trau dich! Diese Scherbe gleicht denen, die Nava im Unterricht der Kinder verwendet hat. Sie haben sie hier fallen gelassen. Notizen zu Alexander dem Großen und dem Tempel. Und viele wilde Theorien, welche Schätze hier wohl sein könnten. Sie waren auf jeden Fall hier. Das ist gut. Mit Glück sind sie noch am Leben. Frische Fußspuren. Kindsgroß. Sie waren hier. Von einem Kinder.
zeig dich. Na los, trau dich. Sei ruhig und bewege dich nicht. Ich bin gleich da. Der Eingang ist versperrt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Der versteckte Eingang. Er muss in den Tempel führen. Ich glaube, Hetanu ist hier und sitzt im Tempel fest. Ich halte Wache, während du ihn holst. Sie wurde von einer kleinen Klinge getötet. Ein guter, sauberer Schnitt. Kind! Pass auf! Sonst beißen sich noch die Schlangen! Und bitte, mich sollen sie auch nicht beißen! Hier war irgendetwas Wichtiges. Wer es wohl mitgenommen hat? Ich sagte Estella, sie soll den Schild nehmen, damit sie raus kann. Aber der Speer war uns viel zu schwer. Ich kann's kaum erwarten, zurückzukommen. Wir haben Alexanders Schatz wirklich gefunden. Hier war... Wer es wohl mitgenommen? Ich sagte... Hier war... Ich bin Hetanu. Danke, dass du mich gerettet hast, Herr. Ich bin kein Herr. Du kannst mich Bayek nennen. Also, was ist hier passiert, mein Kind? Wir suchten nach dem legendären Schatz Alexanders des Großen. Unser Lehrer hat uns von ihm erzählt. Und wir wussten, dass da noch mehr sein musste. Wir schafften es bis in den Tempel. Aber dann sind die ganzen Schlangen aus dem Wasser gekommen und haben uns umzingelt. Was ist mit Estella? Sie wollte mich nicht zurücklassen, aber ich sagte ihr, sie soll Hilfe holen. Sie hat den Schild zum Schutz verwendet. Keine Schlange hat sie erwischt. Aber das war vor Stunden und ich mache mir Sorgen. Sie sollte schon längst zurück sein. Wenn sie nicht bei dir ist, dann muss ihr etwas zugestoßen sein. Ich bringe dich erstmal hier raus. Komm mit. Hierher! No one even...
Leute! Ich will nicht durch das Wasser gehen! Da sind doch die Schlangen rausgekommen! Bitte! Na gut. Ich finde einen Weg. Zeit ist um! Ich bin so froh, dich zu sehen, Hamed! Ich nehme an, du hast deine Lektion gelernt. Ich weiß. Wäre Bayek nicht gewesen, hätten die Schlangen mich gefressen. Naja, vielleicht nicht gefressen. Aber es wäre sicher nicht gut ausgegangen. Nun, hat die Stella gesagt, wo sie hin wollte? Sie ging zum Lager an der Schlucht, um Hilfe zu holen. Ich suche nach der kleinen Kriegerin. Erneut bist du uns zu Hilfe geeilt. Damit stehen wir von nun an für immer in deiner Schuld. Etano ist in Sicherheit. Hamed ist bei ihm. Oh, den Göttern sei Dank. Könnte ich doch das Gleiche über Istella sagen. Ihr Anführer Medon hat sie gefangen genommen. Er war hinter dem großen Schild her, das sie dabei hatte. Und als sie es ihm nicht geben wollte, schnappte er sie. Er wollte wissen, ob es noch mehr Schätze gab. Zum Schwarzfels. Da hat er sie wahrscheinlich hingebracht. Niemand kehrt je von dort zurück. Bitte, du musst sie finden.
Medon wird sie foltern, um zu bekommen, was er will. Ich finde sie. Und ich kümmere mich um Medon. Der Schwarzfels liegt im Südwesten der Berge. Medon patrouilliert zwischen hier und der Zitadelle. Suche einfach nach einem wütenden, kahlen Mann, der von Leibwächtern umgeben ist. Hast du Hitano gefunden? Es darf sich nicht ausbauen. Sand mit. Der Medjay reitet zur Zitadelle. Endlich werden wir von jemandem beschützt. Leibwächtern. Kein Zweifel, das ist Medon. Erster Richter, Medon. Bereit zu sterben? Haben diese Rebellen dich geschickt? Wie erbärmlich. Wenn ich mit dir fertig bin, vernichte ich jede einzelne dieser Ratten. Wir werden uns befreien von diesen Griechen. Ha!
Nimmer wiedersehen. Das sollte den Rebellen etwas Luft verschaffen. Jetzt auf zur Zitadelle, um das Kind zu retten. Yalla, yalla. Gib den Weg frei! Elende Missgeburt! Was soll das werden? Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich decke dich, Bruder. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Nichts. Wir sollten uns trotzdem vorsehen. Hey! Du kannst nicht, verdammt! Da bist du ja! Erledige ich dann schon.
etwas? Nichts. Ich bin nicht auf dem Vorsehen. Was? Ich werde mich trotzdem vorsehen. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Hey, wer war das?
Steckt sich im Heu. Estella, ich sehe, du hast schon einen Fluchtplan. Du verstehst mich. Jetzt steig auf diesen Karren und fahre uns hier raus. Hey, hier drüben! Hilf mir mal hier drüben! So gütig, ich danke dir. Oh, zu schau! Komm weg hier! Was machst du denn? Nein, in die andere Richtung! Wow. Ja, gut gemacht. Jetzt zu unserem Lager in der Nähe. Dort werden wir sicher sein. Jetzt zu dem Felsenhaufen mit den Bäumen. Dort ist ein Lager. Wir sind da. Tapferer Krieger. Das war eine Fahrt, die Seth selbst würdig wäre. Haben die Rebellen dich geschickt? Diese Mistkerle wollten mich umbringen. Du hast viel Temperament für dein Alter. Hättest du auch an meiner Stelle. Die Hunde des Pharao wollen uns alle vernichten und alles beherrschen. Sie verstehen nichts. Das Leben muss frei fließen, sonst wird alles verdorren. Sie wollten meinen Schatz, also habe ich mich gewehrt. Außerdem musste ich Gitano beschützen. Hätten sie ihn gefunden, hätten sie ihn getötet. Ich war so in Sorge. Dein Freund ist in Sicherheit. Er ist bei den anderen im Lager, wo du auch sein solltest. Ich weiß. Sei vorsichtiger, Estella. Halte dich aus Schwierigkeiten raus, Estella. Eines Tages werde ich wie du sein. Ich werde die Wüste befreien, dass wir alle in Frieden leben können. An dem Tag. Suche mich auf, junge Kriegerin. Es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen.